Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir sind jetzt hier wieder im Dorf, in diesem Waisendorf, wo aber keine Waisenkinder mehr sind. Die wurden wohl schon weggebracht und die werden wahrscheinlich eines fürchterlichen Todes sterben, es sei denn... Auch die Oma ist nicht mehr da. Genau, es sei denn, wir retten sie. Und das können wir aber nur, wenn wir einen Scheusal freilassen, das auch nicht viel besser ist als die Wurm. Wir haben nämlich... was entdeckt? Ich wusste, wir hatten mal wir hatten ein... Aber es war bei den Büchern. Aber das war ein Buch. Genau. Und das haben wir jetzt wieder gelesen. Und da kann man nämlich sehen, dass die auch nicht besser ist. Aber wir haben uns jetzt ganz bewusst entschieden. Ja, das kann man ja mal kurz zeigen hier. Da könnt ihr euch mal angucken. Auch festhalten und lesen. Also ihr könnt kurz anhalten. Hm. Ich scroll mal durch. Ja. Also ist das dann wohl... Wäre dieser Geist hier... Praktisch die Mutter der Mumen. Die Mutter der Mumen. Sie hat die Mumen erschaffen. Ja. So. Und die ist wohl auch ganz schön schlimm. Aber die Mumen sind genauso schlimm geworden. Ja, genau. Falls sie das nicht immer schon mal waren. Eben. Also retten wir die Kinder. Genau. Versuchen es jedenfalls. Versuchen es jedenfalls. Ich denke mal, das wird auch okay sein. Aber auf jeden Fall wissen wir natürlich, dass wir ein anderes Übel jetzt freisetzen damit. Das ist uns völlig klar. Aber wir haben die Wahl zwischen die Teufel Kinder. Und Beelzebub. So ist es. Und wir wissen gar nicht, wer was ist. Wobei, ist ja auch eigentlich egal, was bei der kleinen Maus schlimm wird. Aua. Oh. Aua, Hirsch. Ja. Der Hirsch gehört dahin, du nicht eigentlich. Wer sagt das? Gerald da nicht hinkommt. Ach, Gerald ist doch fast ein Mensch. Auch nur fast. Na gut. Ja, wir gehen jetzt mal hin und holen. So, was haben wir hier? Hier haben wir unterwegs noch einen bewachten Schatz. Den hatte ich mir markiert. Dachte ich mir... Das sind... Ups, nein. Ein 20er Erdgenius. Und da nein, auf und nein, davon. Nein. Nein. Dreimal mindestens. Da müssen wir noch ein bisschen wachsen, bevor wir uns um den kümmern. Wenn ich mal dieses Ding geschafft haben, dieses Wasserweib, dieses Level 16, was die war. Welche? Was? Na, die eine, die dich getötet hat. In der vorletzten Folge. Na, die war 20 oder Ach, sogar, war sogar 20? Über 20. Boah, na gut, kein Wunder, dass du ja nicht umbringen konntest. Alle sind sehr gut, sehr treffsicher mit ihren Matschwerfen. Schmeißen sind sie ganz gut. Ist ja auch mal was hier. Wettbewerb im Matschwerfen. Eigentlich hätte ich ja Plötze brauchen können. Ach, das ist ja wirklich Grasen. Ach, hier sind die Pferde. Ich nehme an, das geht mit Axi, ja? Ja, bin ich auch an. Ja. Zieh mein Wildpferd mit dem Axi-Zeichen und sitze auf. Kannst du ja jetzt. Dann kannst du dahin zurück zum Flüsterhügel. Ich müsste dir eigentlich die Richtung jetzt zeigen. Ja. Oh, guck mal, hier haben wir wieder einen Wegweiser. Ja. Aber auf so ein schönes Pferd zu reiten. Mhm. Ich hoffe, das Pferd... Na. Mein kommt dem Pferd. Navi spinnt mal wieder. Hier liegt langsam Ruhe. Einfach hier? Oh ja. Meinst du, das Pferd ist ja noch da? Ja? Oder meinst du, ich muss es nochmal machen? Quest aktualisiert. Na, nichts hier drauf. Nee, ist ja noch. Hm. Ich habe es gescheitert. Los, lauf! Das wäre blöd, da müsste ich wieder einladen. Das Risiko würde ich nämlich nicht eingehen. Nur um so eine blöde Truhe hier irgendwie auszukommen. Hey, das da geht's los. Los. Na, man plötzlich ist er aber schlauer wie du. Na, das ist ja auch ein normales Wildpferd normalerweise. Und du wirst dieses Pferd ja wohl auch mein nicht Mein Navi spinnt aber wieder total heute. Da steht lauter Haken. Guck doch auf die Karte. Och
nee, jetzt fängt es wieder an zu regnen und alles wird wieder stocken. Ist ja fast da. Ja. Zum halt! Glück. Komm schon! Nur. Los, der lauf! Eingang hier, nix lauf, schön langsam gucken. Ja, stimmt, das klappt irgendwo nicht. Da ist so. Ein. Muss ich da jetzt reinreiten? Zur Höhle unter dem Schuss. Scheint zu gehen, ja. Doch. Bereit. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. So. Na gut. Gibt's auch noch eine andere Möglichkeit? Hier sind die Rabenfedern. Sie zu überlisten, gibt's nicht, oder? War ich frei. Ja, du kannst sie überlisten. Ich werde wieder frei. Sie haben die Kinder umgebracht, ja. Jetzt sind die Kinder verloren. Nein, nein. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Ja. Tja. Übernimmt sie wahrscheinlich das Pferd, oder? Ja, offensichtlich. Ja. Es ist jetzt dem Pferd drin. Ich lebe. Befreie die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden. Das wollen wir hoffen. Gehen wir mal zum Dorfältesten. Oh oh. Ja. Ich meine, auf jeden Fall haben wir den Hügel befreit. Ja. Ich meine, es dürfte jetzt nichts mehr passieren da im Hügel. Oder um diesen Hügel herum. Magie. Wir haben es nicht so gemacht. Ein Ort der Macht. Ja, wissen wir doch. Hä? Wir haben es nicht so gemacht, wie sich das die Blumen vorgestellt haben. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ja. Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Ich habe ihn befreit. Spielt keine Rolle. Ja. Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich hab von sowas generell keine Ahnung. Die Mumen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinten. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Nun ja, eigentlich wissen wir es ja schon, nicht wahr? Ich schätze mal, er hat ein Ohr weniger. Das hatte sie ja auch hört gesagt. Alles, was im Sumpf passiert, weil sie durch die abgeschnittenen Ohren hört. Aua. Wundärzte haben sie ja wohl nicht, oder? Ich weiß ja gar nicht, wie viele. Oh nein. Die Bezahlung. Bringen Sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Ganz schön hart. Ganz schön hart, ja. Ja. Ein Jägerstiefel, den Gegenstand haben wir erhalten. Aha. Jägerstiefel. Aha. Lass mal angucken.
Ja. Schön gehen. Na, wir sind nicht steck dein Schwert weg, Junge! Aber ich dachte mir schon gleich, dass das so ist. Und der sowas von. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Ja, allerdings. Nun, her damit. Du sollst nicht herbringen, nicht begabt. Sieht der Sturm aus, oder? Allerdings. Sieht das so übel aus, dass einem gar nichts einfällt, ja? Ja, kann man nicht so sagen. Ist einem wirklich übel. Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Ah, gut. Sind also sie tatsächlich... wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Ja. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Also, das haben sie. Das hat sie dann wirklich dahin gemacht. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons das von Krenz. Anna, die sieht ja völlig anders aus. Sie gehört keinem Mann. Steckbrief. Sie trägt eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Oh Mann. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Tja. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Nein. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Oh Gott. Oh, ja. Wenn du vielleicht besser lassen würdest. Begehrst du uns? Hilfe! Na gut. Polymorphie? Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Ah, oh, ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste. Und jetzt? Dein Affe ist ja wirklich nicht nur aufhängen. Deswegen bin ich nicht hier. Nee, bestimmt genau, nicht. Genau, das war von der Frau, die hier zuhört. Gut. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Hättest du doch lieber vorher fragen sollen hier. Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Verräter! Ja, das hättest du vielleicht besser nicht sagen sollen. Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Naja, ihr habt da auch so viele Ohren. Das fällt. Ja. Ist ja nicht so schlimm dann, oder? Können wir ja weiterfahren. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Du hast eine uralte Macht befreit. Mama. Sie wird sich anderswo erheben, wo wir nicht hin können. Wieder wird Blut fließen. Na und ihr? Tja. Zu welchen Torheiten Menschen doch fähig sind. Tja. Gut. Na gut. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Finde
immer dünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Ja, ja, ich weiß. Vergebliche Liebesmüh. Ein ungezogenes Mädchen. Wollte sich wohl nicht essen lassen, ne? Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Oh. Hätte ich ja nicht von Ciri gedacht. Sie nicht selber in den Kochtopf gehopst? Freiwillig? Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand Besonderes kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Mir ist gerade aufgefallen, wie groß die sind, Tobias. Ja. Sie fielen uns in die Hände. Ja, wir fielen uns in die Hände. Wirklich, das kann man wirklich so sagen. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brummt. Ja, genau. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Imlerit kriegt Aha. sie, ja, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Oh, Feier. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Wohnung. Also falls euch jemand dran gezweifelt hat. Ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Stell dir mal vor, du hörst ja zu, ja? Du bist ein bisschen schwach. Immer noch schwach. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Ja. Ah, Imlerit. Ja. Oder einer seiner oh, Leute. Hey. Ist immer blöd. Mann, ich war überhaupt nicht drauf gefasst. Mensch, ja. Hilfe. Du weißt es doch. Ich war aber trotzdem jetzt echt überrascht. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da muss ich hin. Ah. Ja, wir gehen auf der Weg, ja. Ja, wenn man sich abwechselt hier immer. Ja, aber. Man muss wirklich aufpassen. Jetzt dass man wusste ich wirklich nicht, dass ich dran bin. Oh, jetzt wird sie ja wieder verfolgt von dir. Ja. Ich muss aufpassen. Ja, es gibt noch so. Film, aber es geht so ruckartig. Also plötzlich dann über in Action, die man selbst machen muss. Ja, also. Ja, als es hell wurde, ja. dachte ich, jetzt bin ich dran. Aber da war ich noch gar nicht dran. Da war noch Film. Ja. Und dann ging der Film übergangslos. Ein Spiel über. Ein Spiel über, genau. Und selbst aktiv werden soll. Naja. Noch haben wir Film. Aha. Das war's. Ihr wolltet sie töten. Sie schlachten. Man wollte doch nur essen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut,
außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Deswegen schmeckt sie auch so gut. Ja? Ah. Wie schade, dass sie geflohen ist. Ja, so lecker. Ich finde sie, dann komme ich wieder. Genau. Wartet sie nur ab, ihr. Sie ist entkommen, aber ich werde sie finden. Wir kommen zurück und töten euch. Du kommst zurück. Ja, unsere Schicksale sind verbunden. Und es wird jemand sterben, aber kein von uns. Das wollen wir sehen. Tja. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, wenn, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Wow. Aua. Ist ja echt übel. Gut, ja, das war jetzt also die Anna. Jetzt haben wir die gefunden. Ja. Wohl zum netten Baron. Ah, jetzt sind die, ja. Der Wind heult. Genau. Hinzugefügt. Ja, jetzt kommen wir zu den Charakteren. Ja. Und wir hatten jetzt nicht schon mal, wir hatten schon was gelesen, das war... haben wir vergessen, dass es bei den Büchern war natürlich. Mhm. Ja, und Oma, also ja. Die sah jetzt aber auch nicht mehr aus wie auf diesem Bild da, also dieses Suchbild da, dieses, wie nennt man das eigentlich? Mir fällt immer nur Steckbrief ein dazu. Ja, ist ja auch. Ja, im Grunde ist ja auch ein Steckbrief. Das ist ja gewesen. Mhm. Also da fällt es einem überhaupt, oh. So sieht sie ganz anders aus. Hatte die da nicht dunkle Haare, die Anna? Ist aber schnell weiß, weißhaarig geworden. Tja. Wundert dich das? Sieht aus wie, weiß ich nicht, so Anfang 40 sein, sieht aus wie Anfang 70, was, naja, 60. Ja. Na gut. Ja, auf jeden Fall hat sie sich an die Mumen verkauft. Genau. Um das Kind loszuwerden. Das war ein verdammt hoher Preis. Ja, da hat sie wohl nicht nachgedacht, war so verzweifelt, dass sie das einfach ihre letzte, also sie sah keinen anderen Ausweg, als das zu tun. Und das ist sehr traurig. Aber wir machen jetzt Schluss, okay? Gut, nächstes Mal gehen wir zum Baron. Gehen wir zum Baron, ganz genau. Da hast du mal eine Möglichkeit, mit dem Gewinn zu spielen. Ja? Genau, werde ich ja müssen. Mhm. Okay. Okay, bis dann. Tschüss.